Ich bin der Florian, ich studiere im sechsten Semester Wirtschaftsinformatik und ich arbeite im Bosch-Konzern, also bei der Robert Bosch Automotive Steering GmbH. Ich habe mich für Wirtschaftsinformatik entschieden, einfach weil es die Verbindung von den Bereichen Wirtschaft und Informatik ist. Zur Informatik habe ich schon Vorerfahrung mitgebracht, also ich habe schriftliches Abitur in Informatik geschrieben und die Wirtschaft hat mich einfach schon vorher ziemlich stark interessiert und so war das für mich die perfekte Mischung aus dem, was mich interessiert und dem, was ich schon mitbringe. Ich fand es einfach einen großen Faktor, dass man zu der Theorie, die man in den Vorlesungen lernt, auch ein praktisches Bild bekommt und da Praxiserfahrung sammeln kann. Und gleichzeitig spielt für mich eine große Rolle, dass die Theorie, die ich in Vorlesungen lerne, die ich aber auch später dann in Fachzeitschriften lesen kann, dass ich lerne, wie ich die Theorie in dem Unternehmen anwenden kann und wie ich das ins Unternehmen bringen kann und so dem Unternehmen weiterhelfe und dem Unternehmen helfe, am Ball zu bleiben und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Die Verzahnung von Theorie und Praxis funktioniert eigentlich relativ cool. Man kann natürlich nicht alle theoretischen Grundlagen, die man innerhalb von 3 Monaten lernt, dann nochmal praktisch erfahren und praktisch aufarbeiten. Aber das ist genau der Punkt, an dem man sich quasi sein eigenes Studium bauen kann, dass man schaut, welche Bereiche in der Theorie gefallen mir dann und in genau die Abteilungen kann man dann gehen und in der Praxis nochmal den praktischen Teil dazu erfahren und ja auch erfahren, wie Mitarbeiter, die seit all vielen Jahren in dem Bereich arbeiten, wie die Theorie umgesetzt haben. Ich habe bei meinem Unternehmen eine Übernahmegarantie. Und ich werde hoffentlich direkt nach meiner Bachelorarbeit im Controlling eine Stelle bekommen und da anfangen. Einerseits kann ich mitgeben, dass man sich früh bewerben sollte. Andererseits, dass man sich bei möglichst vielen Unternehmen bewerben sollte. Das möglichst frühe kommt daher, dass zumindest die großen Unternehmen oftmals ein Jahr vor dem anvisierten Studienbeginn schon das Bewerbungsverfahren durchlaufen haben. Das heißt, bis dahin muss man sich spätestens beworben haben. Und man sollte sich bei möglichst vielen Unternehmen bewerben, gerade weil man auch in den ersten Bewerbungsgesprächen ein bisschen nervös ist. Und so findet man dann in den Rhythmus von Bewerbungsgesprächen rein. Und so kann man dann auch sehen, bei welchen Unternehmen fühlt man sich wohl und bei welchen Unternehmen fühlt man sich nicht so wohl. Und so sieht man, wo passt mein Arbeitgeber zu mir.